Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier in einer Wand, wie es aussieht. Was ist denn da los? Ach, wir sind da einfach, okay. Ja, wir sind in unserem Bett drin gesteckt. Ja, herzlich willkommen zurück zu Raft in einer neuen Folge. Ach, wie schön. Hier der Ausblick aufs Meer. Da treibt das Zeug rum. Wir bewegen uns. Habe ich den Anker nicht geworfen? Nö, wir sind auf großer Fahrt. Okay, ich habe während den Fahren habe ich geschlafen. Okay, ja gut, warum nicht? So, das ist schön. Wir sind wieder da. Wir haben sehr viele Dinge zu machen. Ich weiß noch nicht genau was. Fakt ist einfach, wir werden, glaube ich, heute mal unser Floß ein bisschen erweitern, weil das kann ich hier ja gar nicht, oder? Kann ich die dann nachher wieder rausreißen? Ja, keine Ahnung, weil ja, weil wir es können, ne? Und müssen wahrscheinlich auch. Weil wir brauchen mehr Platz am Floß, behaupte ich jetzt mal. Jetzt muss ich mal schauen. Diese Sachen, da kann ich ja jetzt hier. Wo war denn das Motor und so? Achso, das muss ich zuerst erforschen, ne? Mal reingucken. Gehen wir mal reingucken. Oh, Kupferbahn. Gut, das Zeug einschmelzen, ganz wichtig. Machen wir natürlich weiter. So, schmelz, schmelz. Planken sind genug drin, okay. Wo ist denn mein Forschungstisch? Ach, stimmt, den habe ich ja nach oben gepackt. Der Forschungstisch ist ja hier. So. Ah ja, Motor ermöglicht es dir, in verschiedene Richtungen zu gehen. Okay, lernen. Und Lenkrad ermöglicht es dir, deinen Floß zu drehen. Besonders nützlich in Kombination mit einem Motor. Okay, gut. Dann lernen wir das auch mal. So, okay. Weil jetzt ist nämlich die Frage, da müssen wir jetzt unser Floß ja ganz umdesignen, dass es fast dann ein Schiff wird, mehr oder weniger. Das ist die Frage, ne? Die Frage aller Fragen. Wo bauen wir an? Die Richtung vielleicht? Im Endeffekt ist egal, glaube ich, ne? Wo gehen die Türen raus? Die gehen da raus. Dann würde ich sagen, bauen wir da an. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich hier ranbaue, dann kommt, da kommt ja wieder der Hai dann. Und ja. So, einmal stabiles Fundament und wir müssen dann nachher gleich mal wieder Rahmen rundherum bauen. Oh, ja, wow. Das ist ja grandios. So. Ja, das startet ja. Es hat jetzt ganz gut gestartet. Ich brauche natürlich ganz viel von dem Zeug. Ich nehme auch da noch ein bisschen was mit. Und was brauche ich für den stabilen Rahmen nochmal? Da brauche ich ja Metallbahn und Nägel. Die nehme ich natürlich auch gleich mit. Müsste ich ja. Also Nägel sollte kein Problem sein. Metallbahn haben wir auch sehr viel. So, Nägel machen wir uns noch ein paar. Das geht eh mit Schrott. Okay. Und solange ich das nicht. Oh, ein Fass. Solange ich das nicht gefestigt habe, muss ich natürlich schauen, dass ich. Wo habe ich denn da jetzt rangebaut? Da. Muss ich natürlich auch immer aufpassen, dass der Hai nicht frisst, ja. So, ich weiß nicht, sollte das. Ja, komm, machen wir jetzt noch eins. Ja, es könnte vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben werden, aber hey. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, und sollten wir eigentlich, müsste ich jetzt gleich mal die Rahmen rundherum machen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe keine Nägel mehr. Das ist peinlich, komm. So. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich jetzt bald keine Metallbahn mehr habe. Aber ich möchte das natürlich gleich fertig. Okay, jetzt habe ich weder Metallbahn noch Ding. Muss man holen. So, noch. Eine Möwe schon wieder. Ich komme, Möwe. So. Das ist nicht praktisch. Weil das ist genau jetzt auch da, wo ich die Möwen immer nach unten werfe. So, okay. Ja, gut, dann, Nägel. So, haben wir es rundherum verstärkt? Passt, okay. Dann werden wir natürlich Fangnetze machen. Ich hoffe nur, brauche ich jetzt für die Fangnetze, weil ich möchte ja die Fangnetze dann irgendwann auch rundherum machen. Brauche ich jetzt für die Fangnetze auch? Ich finde es so schade, wenn ich die abreiße, dass ich die für die Metallbahn nicht mehr bekomme. Ist ein bisschen schade, ne? So, das mit der Aufnahme. Jetzt war ich kurz verwirrt, ob das mit der Aufnahme passt. Jetzt habe ich echt, jetzt müsste ich eigentlich bald mal wieder irgendwo an Land gehen und
ein bisschen angeln. Tauchen meinte ich, weil ich jetzt keine Metallbahn mehr habe. Das ist echt bitter. Jetzt habe ich nur mehr noch 4 Metallbahnen. Die muss ich jetzt aufbewahren, ja. Weil sonst, ja, habe ich da ein Problem. Gut. Warum habe ich eigentlich das Kupfer hier nicht reingepackt? Komm, pack rein das Kupfer hier. Zack, zack. Planken packen wir auch rein. Und ich könnte vielleicht auch, genau, was trinken, wollte ich gerade sagen. Und da ist eine Insel. Moment, ich... Da, verdammt. Hab ich Kokosnüsse? Komm, ich brauche die Insel. Oder Mangos. Essen wir ein paar Mangos. So, öffnen. Sanft in die Richtung drehen. Ist das richtig so? Ja. Und da werden wir dann kurz an Land gehen. Beziehungsweise dann zumindest tauchen hier, ja. Weil ich muss unbedingt Eisen tauchen. Ich hoffe, dass es bei dieser kleinen Insel auch Sachen gibt, aber theoretisch müsste da ja genügend Zeug auch da sein. Weil ich brauche Eisen. Das ist ja wirklich eine kleine, süße Insel, ne? So ein ganz kleines Eiland. Voller Freude und Zuversicht. So, gut. Wir werfen den Anker. So. Gut. Also dann kurz mal Zeug ablegen. Ich hoffe nur, ich finde hier überhaupt Sachen. Genau, und... Ah, da hinten ist ja noch ein Fleischstück. Das könnten wir vielleicht auch mal essen. Ein bisschen Mangos noch gegessen. Haben wir ja genug. So, das da rein. Das kommt auch da rein. Das kommt auch da rein. Hühnchenschenkel hatten wir hier. So, mal alles da rein, was... Okay, die Nägel müssten da eigentlich rein, danke. Und dieses Paket sollte ich auch mal öffnen. Oh, ein Paket, was für eine Freude. Juhu, Weihnachten. Feuerholzständer. Oh, kann ich da dann Holz reinlegen? Das wäre ja cool. Dann muss ich nachher vielleicht dann gleich mal angucken, ob ich das machen kann. So, dann gut. Kunststoff ist jetzt auch ein bisschen draufgegangen. Ja, dieses Sortieren ist grundsätzlich lieb gemeint, aber es funktioniert halt nie so, wie ich eigentlich das möchte. So, und wir haben unseren Haken, haben wir. Die Axt haben wir auch. Kupferbahn ist fertig. So. Wo ist unser Freund? Ist gar nicht da. Da ist er. Berthold, komm her. Nö, der mag heute gar nicht. Wie gibt's denn sowas? Der Hai will nicht sterben heute. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Ja, komm her. So. Er hat echt... Oh, er hat mich getroffen. Er hat echt zu kämpfen hier mit dem Umdrehen. Das ist alles ein bisschen eng. Ich komme und werde dich töten. Oh, es beginnt zu regnen. Das ist schön. Gut, dass wir hier im Wasser sind und tauchen können. Dann werden wir vom Regen nicht so überrascht. Apropos überrascht, wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Pass auf, dass du dich strandest, lieber Hai. Das wäre nix, ne? So. Okay. Und... Oh. Ein kurzer Lag. Sehr schön. Okay, der Hai ist tot. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und dann schauen wir mal. Das sind Steine, ne? Ja. Befürchte, dass ich Metall... Ah, doch, da ist Metall. Ja, Metall ist immer schwierig, weil das findet man jetzt nicht so oft. Hat man ja schon öfter diese Diskussion. Aber hier, okay, gut, ich beschwere mich nicht, weil da ist eh, da ist schon wieder, sind schon wieder zwei Klumpen. Das passt gut. Konnte ich eigentlich Metallerz, konnte ich, glaube ich, eh auch tauschen, oder? An der Tauschbox. So, nehmen wir das mit. Oder da konnte ich doch Rohstoffe tauschen, ich glaube schon. Ein Metallerz würde ich wahrscheinlich wirklich eintauschen. Ah, da ist noch was. Oh, und da ist auch eine Kiste im...
Das ist ja schön. Guck mal. Einfach so ein Kistchen. Sind wir das jetzt so ein einzelner Klumpen Metall? Das ist... Ah, Kupfer ist hier. Okay, und da haben wir ein bisschen Seetang. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal ganz in die Tiefe, ob ich mich das trauen soll. Besser wahrscheinlich nicht. Ja, weil da bekommen wir dann die Tiefenkrankheit. Ja, es geht natürlich auch nicht. Da müsste ich wahrscheinlich eine Tauchglocke oder sowas bauen. Ich würde dem Spiel zutrauen, dass es sowas auch gibt. Es würde ja passen, ja, in die Tiefe zu schauen. So. Und das Kupfer nehmen wir noch mit. Den Sand lasse ich mal liegen, glaube ich, oder? Ich meine, ich kann das alles mitnehmen, weil wir können ja diese Metallklümpchen draus machen, ja. Ist ja nicht so. Die brauchen wir ja eh, Metallklumpen. So. Ich weiß nicht, heute ist es ein bisschen am Laggen die ganze Zeit. Wissen das? Okay. Ja, gut, nehmen wir es eben doch mit, wenn wir schon mal da sind. Komm. Ist aber wirklich witzig, die Insel so klein, aber hier rundherum ist eigentlich echt viel Zeug. Stein lasse ich jetzt echt liegen. So. Eisen, ich sehe... Ah, drei Klumpen Eisen, sehr schön. Das Spiel weiß offensichtlich, dass ich Eisen brauche und lässt mir hier richtig viel Eisen raus. Ja, so gefällt mir das. Das mag ich gern. So. Auch ein bisschen Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Ja, Kupfer nehme ich auch immer mit, weil ist auch wichtig, aber Eisen ist mir eigentlich wichtiger. Das brauche ich ja dann auch für meine ganzen Waffen und alles, ne? Darum ist Eisen so wichtig. Für die Waffen und für die Werkzeuge. Obwohl, irgendwann bekomme ich da ja Titanium dann oder sowas. Aber das kann ich wahrscheinlich nur eintauschen oder bekomme ich irgendwo bei Quests. Vermute ich jetzt mal. Oh, noch mehr Eisen. Sehr schön. Und bei meinem Glück bekomme ich einen Titanium-Bahn im ganzen Spiel. Und den verliere ich, weil mich der Hai dann tötet oder so. Ich sehe das schon kommen. Das wird sicher ein großer Spaß. Und alle haben wir dann gelacht. Außer ich. Ich weine dann. So. Ich lass jetzt echt den Schrott auch mal ein bisschen liegen. Weil Schrott haben wir schon auch übermäßig viel. Irgendwie. Ich bin heute ein bisschen ruhiger. Kann das sein? Also falls ich heute ein bisschen ruhiger bin, sorry. Es ist früh am Morgen. Wie eigentlich jedes Mal, wenn ich hier aufzeichne, ich bin trotzdem ruhiger. Ich weiß nicht. Ist einfach so. Einfach nicht hinterfragen. Ist hier noch Eisen? Ist das Eisen? Nö, doch. Also eigentlich Metallerz. Metallerz ist das, ja. Nicht Eisen. Metallerz. Ja, das muss man so betonen. Ist klar, ne? Yay, Stein. Die wichtigsten Rohstoffe überhaupt. Nee, natürlich nicht. So, lass mal liegen. Oder ist das jetzt auch wieder Stein? Ja. Also im Dunkeln kann ich es teilweise echt nicht unterscheiden. So, das war aber jetzt richtig, das passt. Gut. Ja gut, dann werde ich jetzt, glaube ich, trotzdem, weil ich habe jetzt so halbwegs alles geholt, dann werde ich jetzt trotzdem hier den Kopf widmen, weil ihr habt gesagt, ich muss eventuell vielleicht jetzt dann wirklich die Köpfe wieder sammeln. Mache ich das doch, weil abgeerntet haben wir jetzt eh alles. Gehen wir hier noch schnell hoch und hacken das Zeug weg. Und dann soll es eigentlich, können wir eigentlich eh schon wieder abhauen. Wie komme ich denn da hoch? Da? Wie komme ich da hoch? Hallo Insel? Nur von der anderen Seite, oder? Auch nicht? Hä? Ich möchte da hoch. Ich will da hoch. Ich muss da hoch. Hallo? So. Okay. Eine große Melone. Sehr schön. Große Melone mag ich gern. Hier in dem Spiel. So.
Hopp, und da hoch. Nein, blaue Blumen brauche ich nicht, aber hier, das möchte ich. So, ich muss mal kurz trinken. Ah, schön Kaffee. Ich trinke jetzt richtig selten nur mehr noch Kaffee. Und dann schmeckt er auch richtig gut. Wenn man den so selten trinkt. So, ich glaube, komme ich hier überhaupt... Ah, da vielleicht über... Ja, da komme ich hoch. Okay, sehr schön. Was? Oh nein! Ich bin voll. Muss ich hier die Mango essen? Ist gut. So, und was habe ich da jetzt weggeworfen? Irgendwas... Moment, ich bin ja... So, ganz ehrlich. Diese Samen. Komm, ich esse die Wassermelone. Und ich esse diese Ananas auch gleich. So, aber ich habe doch jetzt irgendwo so ein Paket. Palmsamen. Ja, komm, die nehmen wir schon mit, weil die haben wir jetzt schon im Gepäck. So, da sind nur Blumen. Ja, ich glaube, das soll es gewesen sein hier. Ja, ich denke schon. Also dann, nach unten. Und rauf aufs Boot. So, das werden wir, bitte, nein, nicht entfernen. Ich möchte es eigentlich nur, hä? Ich dachte ich mir schon, was ist denn jetzt los? So. Und hoch mit dem Anker. So, dann fahren wir wieder los. Wenn ich das Ding jetzt... Moment, dann muss ich jetzt mal gucken. Wenn ich das jetzt entferne... Nur Planken und Kunststoff. Ja, leider kein Eisen. Das ist ein bisschen das Schade dran. Das ist etwas sehr Schades. So, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich muss immer alles ganz kurz nur machen. Ihr wisst ja, wie das ist. Alles ganz kurz nur. So, wir haben sehr viel von dem Zeug. Das gefällt mir gut. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt Metall... Barren ein. Ich habe 14, sehr schön, 14 Metallbahnen gefunden. Das ist gut. So, Moment, ich hau das Kupfer, das kommt jetzt mal raus. Das nehme ich wieder mit. Aber das Zeug kommt weg. Die blauen magischen Muscheln, weiß ich nicht, was ich mit denen eigentlich machen kann auf Dauer. Das ist eine gute Frage. So, wir haben wieder 4 Haifleisch zum Grillen, hätte ich gesagt. 1, 2, 3, 4. So, Planken brauchen wir nicht rauflegen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich manchmal verwirrt bin. Stimmt, Netze muss ich ja auch machen. Genau, Netze. Wo haben wir denn Netze? Es gab doch auch irgendwo bessere Netze. Erinnere ich mich. Moment, da muss ich kurz vorher gucken. Wir haben normale Netze, hätten wir hier. Seil und Nägel, das geht natürlich ganz einfach, aber jetzt muss ich kurz nach oben gucken. Oh, die Ananas wäre fertig. Das war die Insel, wo wir waren. Bessere Netze. So. Fortgeschrittenes Sammelnetz, da brauche ich Titanbahn, okay. Titanbahn haben wir noch lange nicht. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht genau. Aber schauen wir mal. So, und die Köpfe... Muss ich jetzt hier eine eigene Kiste machen. Haben wir gesagt, also da sind die Mützen und das ist meine Kopfkiste. Habe ich den Haikopf? Den habe ich weggeworfen, oder wie? Offensichtlich, na gut. Ich habe sehr viele Mangosamen. Das bedeutet, ich werde jetzt wahrscheinlich da mal Mango anpflanzen. So. Ja, da kann ich natürlich keinen Mango anpflanzen. Ich bin ein bisschen doof. Dann packen wir da Ananüsse rein. So, einmal Ananüsse rein. Boah, das sieht auch cool aus da hinten. Jetzt diese Insel hier mit dem Mondschein. So. Zack, sehr schön. Da oben sollte ich vielleicht auch mal wieder alles ein bisschen schöner machen, ne? So, Mango. Ne, das sind jetzt die Ananassamen. Cloud, du musst schon ein bisschen besser mitdenken manchmal. Aber ich kann das nicht. So. Die eine Portion trinken wir noch. Oder die 2 Portionen. So. Und gleich wieder rauf und reinfüllen. So, okay. Gut. Das passt. Moment, die Samen kommen weg.
Weil ich habe viel zu viel Palmsamen. Okay, da werden wir mal 20 Palmsamen einfach mal wegschmeißen. So, rein da. Gut, ich könnte das dann jetzt... Aber ich warte, bis der voll ist. Bis er voll ist und zum Muffen anfängt, ja. So, dann haben wir Gegenstände genommen. Lasse ich mich leicht ablenken von Sachen? Natürlich. Ist das toll? Naja. So, hier neue Metallbahn braucht das Land. Zack, zack. Die Planken natürlich auch platzieren, aber ich muss jetzt... Jetzt habe ich hier eine Kartoffel auch noch. Stimmt, die roten Rüben wollte ich... Ah, kann für weitere Rüben angepflanzt werden. Okay, das sollte ich vielleicht dann mal machen. So. Ich glaube, ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Fleisch. Sehe ich das richtig? Und ich mache mir hier... Habe ich eigentlich fürs... Guten Rezepte... Ich meine, ich könnte ja experimentieren auch. Gemüse... Nee, komm. Ich hab genügend gegrilltes Fleisch. Ich könnte auch hier gegrillte... Oder ich mache mal... Kopfbrühe. Etwas unheilig, aber durchaus nahrhaftes Mal. Ja, komm, ganz ehrlich. Wie sieht das aus? Ich trinke mal. Oh, das war wirklich sehr nahrhaft. Guckt euch den Essensbalken an. Jetzt könnt ihr hier noch ein bisschen Hühnchen nachschieben. Ja. Also Essen haben wir jetzt länger kein Problem, glaube ich. So, gut. Kommt das mal daran. Das kommt da rein und den Schrott behalten wir uns mal. Das Plastik auch. Die Steine müsste ich ehrlich gesagt da reinpacken. So, und Fangnetze brauche ich ja. Wow, ich bin... So. Gott. Jetzt habe ich echt... Komm, ein paar Seile. Warum funktioniert das nicht? Ich müsste das doch... Warum geht das hier nicht? Ich dachte, das geht hier. Mit dem Lager und so. Also. So. Es wird wirklich das Zeug knapp. Das finde ich echt interessant. Wie viele Netze? Ich habe erst 3 Netze. Also 3 sind definitiv zu wenig. Oh Gott. Möbe! Stirb! Oh. Tja. Blöd gelaufen, Möbe, ne? So, Planken rein, Metallerz rein, das passt gut. Und was brauche ich jetzt noch für die Fangdinge? Nägel, ne? So. Ja gut, schauen wir mal, ob vielleicht haben wir eh schon genug. Ne, wir haben definitiv niemals genug. So. Es ist, glaube ich, egal, wie ich die drehe, oder? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Oder ist es egal, wie ich die drehe? Und wenn ich das jetzt raushacke hier... Oh. Na toll. Ja, das war jetzt klug. Jetzt... Nein. Ich hätte vielleicht vorher den Masten wegreißen sollen, ne? Wäre das eine kluge Idee gewesen, Leute? Ich glaube ja schon. Ja, super. Okay. Also das Segel. Jetzt haben wir das Segel leider verloren. Was brauche ich für das Segel nochmal? Ein Feuerkorb erforscht. Oh, cool. Oh Gott, das ist schon wieder diese Möwe da. Da habe ich sie sogar anfliegen gesehen. Haust du ab! So. Ein neues Segel. Das haben wir jetzt richtig toll hinbekommen. Ah, Palmblätter, okay. Aber ich lerne ja jetzt. Ich würde sagen, dass... Oh, ein... Moment. Ach, wir sind an einer Insel. Ja, das ist ja praktisch. Komm, dann Anker werfen. Das ist ja praktisch. Aber da war jetzt ein Schwarm Sachen. So. Okay, ich bin verwirrt. Moment. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein neues Segel auf Reserve machen. Weil das alte haben wir ja leider gerade blöderweise vernichtet.
So. Okay, also merke, ist das jetzt auch, also das wäre richtig blöd, wenn ich jetzt hier dann, wenn ich das jetzt weghacke, fällt da oben dann die Decke runter und ist dann alles kaputt drüber? Also hier auch die Antenne und so, das wäre nicht so schön. Das wäre gar nicht so schön. Ja. Was mache ich eigentlich? Segel wollte ich machen, ne? Ein neues Segel. Da brauche ich Palmblätter. Zum Glück haben wir da genug. So, das Segel lassen wir mal im Inventar oder halt hier. Ich sollte mir irgendwo so eine Abenteurerkiste hinpacken, wo ich, wenn ich schnell abenteuern gehe, wo ich das ganze Zeug hinlegen kann, damit ich nicht immer alles wegschmeißen, also einsortieren muss. So. Komm, das Segel. Achso, das ist ja Yeti, da haben wir gesagt, ne? Einen neuen Haken bräuchte ich auch. Was macht da eigentlich diese mechanische Schrottente? Ist die nur ein Dekorationsartikel? Weiß man nicht so genau, ne? So. Gut, ich nehme mal vorsichtshalber den neuen Speer mit. Und in Wirklichkeit brauche ich auch einen neuen Schrotthaken. Ein neuer Schrotthaken braucht Planke, Seil, Schrott und Bolzen. Ja gut, wow, jetzt haben wir natürlich Planke. So. Und einen Bolzen. Dann haben wir da auch einen neuen. Das passt, weil dann gehen wir jetzt nochmal kurz. Kurz und schmerzlos ein bisschen auf Tauchstation. Da erstmal hier noch einschmelzen. Ablegen. Ablegen. Und Hai töten. So, wo ist er? Wo ist Horst, der Hai? Oh, das sind Quallen. Ich glaube, die sind gefährlich. Aber wo ist der Hai? Da ist der Hai. Komm her. Ach, Eisen. Das wird aber dann spannend. Ich weiß nicht, ob ich da... Habe ich irgend... Oder müsste ich vielleicht mal angeln probieren. Dann kann ich vielleicht so eine Qualle angeln. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja? Quallengel oder so machen. Weiß man nicht. So. Alle hopp. Oh. Na Gott sei Dank haben wir den zweiten Haken... den zweiten Speer mitgenommen. Komm, Horst, komm. So. Einmal, zweimal. Super. Und einmal rumgedreht. Na komm her. Na komm her. Zack. Zack. Und nochmal. So. Schön. Warum spielt jetzt auf einmal so eine seltsam schöne Musik? Man weiß es nicht. Ah, ist er schon tot? Ja, das ist schön. Eins, zwei, drei, vier. So. Gut, dann auf Tauchstation. Bisschen Sand mitnehmen. Wow, jetzt dachte ich mir schon, was ist denn jetzt los? Da rumpelt es irgendwie rum. So, wo war das Eisen? Da war das Eisen. Also Metallerz eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt trauen soll, zu den Quallen hinschwimmen. Eine Planke. Das ist schon schön. Ich kann nicht draufhauen, okay. Ja, vielleicht. Ich nehme nachher einmal einen Pfeil und Bogen und dann schieße ich mal eine solche Qualle ab. Mal sehen, was dann passiert. Aber jetzt erstmal Rohstoffe abernten. Ja, ich muss die Zeit nützen, wo der Hai nicht da ist. Also er ist schon noch da. Der schläft da drüben. Eine Runde, ne? So, mit gewieftem Auge immer nur das Metallerz holen. Ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht Seetang nehmen wir auch mit. Komm. Sind wir mal nicht so. Seetang ist auch wichtig. Brauche ich für Sachen. Ich müsste echt mal dieses Tauchding machen, ne? Das könnte ich ja nachher auch mal probieren. Diese Tauchflasche zu machen. So.
Und eigentlich wollte ich ja, nur das Floß ausbauen. Ja, und so zieht sich alles wieder, weil ich mich halt einfach ablenken lasse. Was aber schön ist, ich lenke mich gerne ab. Ich mag das, wenn man im Spiel so versinken kann und so viel entdecken und erkunden kann, ja. Das ist schön. Ich spoilere jetzt mal kurz. Ich mache ja als nächstes normales Let's Play. Mache ich einen Zelda-Teil am Game Boy. Sage ich jetzt mal. Am Game Boy Advance, ja. Kenner der Serie wissen, um welchen es sich handelt. Und ich muss ja sagen, ich finde das so cool, weil die Welt einfach zwar echt klein ist, aber man findet an jeder Ecke irgendwelche Sachen. Das ist so cool. Und ja, ich freue mich da eh irrsinnig drüber. Werdet ihr, falls ihr das Let's Play anseht, regelmäßig merken. Ja. Und das finde ich einfach nett, wenn Welten so gestaltet sind, dass man so viel erkunden kann und es nie langweilig wird. Ich meine, hier ist es zwar bei Raft, hier ist es zwar natürlich auch repetitiv irgendwann mal, weil man halt immer dieselben Sachen aberntet, aber dann sind halt wieder so Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass auf einmal Quallen da sind. Ja, einfach so. Sind ein paar Quallen da. Keine Ahnung, ob die was bringen, aber die sind halt da. Wahrscheinlich töten sie mich, wenn ich ihnen zu nahe komme, weil Quallen sind ja eigentlich sehr giftig. Also gewisse Quallen. Und sind meistens dann da, wenn man baden gehen will am Meer. Habe ich gehört, war ich schon mal am Meer? Nee. Doch, am Roten Meer. Zählt das? Das Rote Meer ist ja eigentlich kein Meer. Ist ja eigentlich nur so ein Halbmeer, oder wie nennt man das denn dann? Oh, sorry. Hat der Cloud Bäuerchen machen müssen, sorry. Ja. Nee, aber so am wirklichen Meer war ich in Wirklichkeit noch gar nie. Oder doch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, für mich ist das nicht so das Highlight. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr eher so der Urlaubstyp, der unbedingt ans Meer fahren muss und dort dann entspannen will und baden gehen will und keine Ahnung was und ja, vielleicht am Abend ein paar Pina Colada trinken? Oder seid ihr eher so der Urlaubstyp Städte reisen? Oder seid ihr eher so der Urlaubstyp wie ich, der gar keinen Urlaub macht? Hey, weil geizig, haha, YouTuber und so. Nee, also ich mache schon Urlaub, aber bei mir ist Urlaub Festival. Ja, hatten wir eh schon ein paar Mal, ne? Und hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit bei euch auch verändert? Ja, weil oft ist es auch so, gerade wenn man jung ist, also ganz jung, da will man echt öfter, glaube ich, ans Meer und einfach nur baden und so weiter. Und bei vielen ändert sich das dann, wenn sie dann so in diese goldenen Jahre, sage ich mal, goldene Jahre nennt man die so, ich nenne die jetzt so, in die goldenen Jahre so ab 30 kommen, ja, oder ab 25, nennen wir es mal so, dann ist eher so Welterkunden, Städtetrips, andere Kulturen und so weiter, ja. Habe ich ja alles gar nicht irgendwie bei mir, ja. Ich bin ja jetzt doch schon 29 plus ein paar Jahre, ja. 29 und ein paar Jahre Erfahrung dazu. Ja, und irgendwie, ich hab da gar nichts von, wenn ich sage, irgendwie so Urlaub, wohin fahren, Städtetrips und so. Maximal Städtetrips könnte ich mir noch vorstellen, aber mache ich irgendwie auch nie. Ja, oder, na, eigentlich nie. Ich habe noch nie wirklich so einen Städtetrip gemacht, maximal bei uns jetzt hier so, wo ich mich ins Auto setzen kann und dass ich vielleicht dann nach Graz mal fahre. Ich wohne ja in der Nähe von Salzburg, ist in Österreich, ne? Das ist das kleine Land da in Europa, kennt man vielleicht. Und das ist maximal, dass ich da mal nach Graz fahre oder nach Linz oder nach Klagenfurt, also die Hauptstädte abklappere, aber recht viel mehr mache ich da nicht. Ja, eine Bekannte von mir, die ist ja jetzt gerade überhaupt, die macht eine Südamerika-Tour. Ja, die ist jetzt ein Jahr lang irgendwie in Südamerika unterwegs. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, da muss ich, oh, ich bin fast am Sterben, jetzt sehe ich es erst. Muss ich wirklich sagen, das könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre nichts für mich. Weil da würde ich mehr Stress als sonst was haben. Das wäre für mich die stressigste Zeit überhaupt wahrscheinlich. Ja, und die feiert das voll. Ja, die guckt sich jetzt alles dort an und hat die größte Freude und die schönste Zeit ihres Lebens wahrscheinlich gerade. Aber, boah, für mich wäre das nix. Nee. Naja. Das sind so die unterschiedlichen Vorlieben, ne?
So, jetzt werde ich mal ganz kurz das Zeug zumindest wegpacken. Ja, 17 Eisen haben wir wieder, das ist gut. So, ich wollte ja eigentlich mit Pfeil und Bogen da so ein Ding abschießen. Will ich da die teuren Metallpfeile nehmen? Ich glaube nicht, ich nehme da normale Pfeile. So, wo hatten wir denn die? Gut, Steinpfeile brauchen auch Kunststoff. So, Hilfe! Manchmal drücke ich irgendeinen Knopf, der automatisch Rennen bedeutet. Warum man auch immer einen automatisch Rennen-Knopf braucht, ich weiß es nicht. Und ich sehe gerade, dass dieser Bogen so gut wie kaputt ist. Haben wir da einen zweiten? Ich glaube, ich sollte einen Reservebogen bauen. So. Jetzt schauen wir mal. Kann ich da eine dieser Quallen abknallen? Das reimt sich sogar. Höp. Nö. Oh, ich kann einfach rein. Okay. Nein, ich sehe eine Möwe. Eine Möwe will meine Sachen. Will an meine Sachen ran. Das geht gar nicht. Oder? Will die? Nee, ist noch. Okay. Gut, der Bogen ist fast kaputt. Den müssten wir dann auch mal neu machen. Moment, dann könnte ich jetzt aber auch... Ist der Hai noch da? Der tote Hai? Wo hat man denn den... Ui, er ist da, aber er lebt wieder. Okay. Ja, das war es. Überraschung, ich bin wieder da. Jetzt kommt die Möwe. Ist so wie bei den Dinos. Bin da, wer noch? Oder waren das die Dinos? Ich glaube schon. Habe ich die jetzt... Wollte ich gerade sagen, ich habe die doch wohl erwischt. So. Den Bogen wegpacken. Bogen wegpacken, hier... Gut, die Steinpfeile können wir dann auch reinpacken. Ja, ich habe sehr viel kaputte Sachen. Oder Moment, ich gucke jetzt mal, kann ich hier vielleicht jetzt so eine Qualle angeln? Ich probiere das jetzt einfach mal. Könnte ja sein, dass da jetzt eine Qualle rauskommt. Ich glaube es zwar nicht, aber naja. Man muss immer alles probieren. Nee, eine rohe Makrele bekommen wir da. Das ist gut, dass wir eine rohe Makrele angeln, weil wäre die Makrele schon gegart aus dem Meer raus, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Ist verständlich, ne? So. Ja, jetzt ist wieder genau die Zeit. Ihr merkt es wahrscheinlich oder ihr hört es wahrscheinlich. Ich bin echt wieder mal komplett verschnupft. Die Nase ist zu. Ja. Und, ja, kann ich nichts dagegen machen. Den ganzen Winter lang ist das bei mir ganz normal. Oder die Winterzeit, sagen wir mal so. Es ist ein bisschen nervig ist das, aber naja, hilft nichts. Habt ihr eben jetzt eine andere Stimmlage von mir? Ja, die Winterstimmlage von Cloud. So, da ist nichts sonst. Nö. Da nach oben. Ach, war der eh nicht mehr. Nur diese zwei... Dinger. Ja, sieht so aus. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's wieder los. Ich hoffe nur, ich komme da jetzt vorbei, weil ich habe ja gerade blöderweise, aus irgendeinem Grund habe ich ja kein Segel mehr. Also ich hoffe, du kommst jetzt an dieser Insel vorbei und dotzt da jetzt nicht nur an, liebes Floß. Ich hoffe, du kommst an der Insel. Ne, ich glaube, da muss ich nachhelfen. Ich befürchte, da muss ich... Ich sollte Planken vielleicht platzieren. Ich befürchte, da muss ich ein bisschen nachhelfen. Das Problem hier, oder die Herausforderung, ich darf nicht immer von Problemen sprechen, da sagen sie in meiner Arbeit schon immer, hör auf, bei dir ist immer alles ein Problem. Ja, aber Leute, das ist doch ein Problem. Guck mal, der Felsen ist das Problem. Nö, das ist eine Herausforderung. Ja, gut, wenn ihr meint, okay. Gut, also wir fahren da vorbei. Solange das Paddel es hält... Und kaputt. So, ich hoffe, du drehst dich jetzt. Oh, da ist noch... Nein! Da ist noch Eisen, oder? Nein, das ist Stein. So. Ja, sollte gehen. Ich glaube, das wird irgendwie schaffen. Da, naja, das sieht jetzt alles so seltsam aus. Als wäre es vielleicht dann doch noch Eisen. Genau.
So, Metallbär. Bären. Bären. Ich brauche Sachen, ne? Na toll. Guck mal, jetzt haben wir da keine Planken mehr. So. Ich brauche, nein, Steinpfeile bitte nicht. Es wäre gut, wenn ich hier so ein paar mehr, wo sind denn die wieder? Da, Sammelnetze. Seile und Nägel. Gut, Seile sollte, ja gut, Seile ist jetzt auch schon, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig mit den Seilen, ne? 3 mal 8 ist 24. Ich habe zu wenig Seile. Habe ich da Seile noch drin? Ja, da haben wir noch Seile drin. Geht sich genau um eins nicht aus, dass ich drei Sammelnetze machen kann. Das ist natürlich auch bitter. Oh. Ja, da habe ich sie da hingeschmissen. Aber zumindest haben sie das Recycling-Symbol oben. Immerhin, ne? Meine Kisten, die ich mit denen ich hier rumwerfe. So, Moment. Da haben wir noch Hühnchenschenkel. Ja, okay. Gut, ist jetzt ein bisschen bitter, dass mir jetzt natürlich wieder die Palmblätter fehlen. Aber gut, Palmblätter sollten wir zumindest immer genügend bekommen. Ich möchte zumindest ein Eck hier fertig machen. So. Weil dann haben wir da wirklich rundherum und ich glaube, ich kann ja hier die Verstärkten drin lassen. Weil dann haben wir eben hier eine Reihe Verstärkte. Ist ja nicht so tragisch, hätte ich gesagt. So, mit dem Bauhammer hier bitte einmal ein stabiles Fundament. Ja, jetzt haben wir keinen Kunststoff mehr mit. Das ist natürlich doof. Und ich muss, weil ich gerade gesehen... Da hinten wäre wieder so ein... Es gibt so viele Sachen hier. Da ist auch schon wieder eine Insel. Ich bin vollkommen überfordert. So, Kunststoff bitte. Erstmal Metallbahnen wieder machen. So, Sachen ablegen. Was war da eigentlich? Die Seile, ne? Ja, komm, nehmen wir. Oh, jetzt könnte ich kommen. Dann machen wir noch ein Sammelnetz, weil ich habe Seile hier rausgezogen. Das passt gut. Wieso schleppe ich jetzt das ganze Zeug mit mir rum? Hier das. Und die Steine. Braucht doch kein Mensch. So, Schrott eigentlich auch nicht. Ein Seetang schon gar nicht. Ja, ich muss ein paar von diesen Rüben, muss ich auf jeden Fall dann irgendwann mal ansetzen, anpflanzen. Plastik wollte ich mitnehmen, ne? So, und ich muss was trinken. Komm, ich gönne mir mal wieder hier was. Was machen wir uns denn Schönes? Banane, wo kann ich denn Bananen? Ich habe noch keine Erdbeeren gefunden und auch noch keine Bananen. Es gibt echt noch viele tolle Sachen. Was ist das? Milch? Ach, da muss ich mir dann wahrscheinlich Tiere... Ich mache einen einfachen Smoothie. Zwei Kokosnüsse, eine Mango und eine Ananas. Ich habe keine, doch. Ananas, Kokosnuss und Mango. So. Was ist das da? So. Moment. Also zwei Kokosnüsse, ne? Nein, ja, wow. Gut. Eigentlich hättest du die nicht essen sollen, aber egal. So, bitte einmal machen. Ja gut, wenn wir, ganz ehrlich, wenn wir direkt drauf lossteuern, dann bleiben wir natürlich schon hier. Ist klar. Stirb! Ich hab sie nicht geschafft. Okay. So. Ja, es ist heute mal wieder so eine Rohstoffbesorge-Folge irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber es ist ja auch ganz praktisch manchmal. Braucht man auch manchmal. So, Moment. Da sind schon wieder... Irgendwie... Der braucht schon viel Planken, der Kleine. So. Der kleine, süße Motor. Ja gut, dann muss ich halt wieder alles reinpacken. Bis auf das Netz, das werde ich natürlich... Das packen wir gleich hier hin. So. Hallo. Warum? Ich würde das gerne genau dahin packen. So. Ja, dann müssen wir hier nochmal tauchen. Aber jetzt mache ich wirklich mir vorher diese Tauchflasche. Sag mal, wie lange braucht denn der hier?
Okay, das ist merkwürdig. Tauchflasche. Wo waren das? Hier. Sauerstoffflasche. Was brauche ich denn da? Kletterpflanze, eine leere Flasche. Muss ich mir aber eine weitere Seile und Kunststoff. Gut, Seile ist wieder ein bisschen schwierig. So, einmal ein Trinkglas. Hier. Sehr schön. Und wir trinken zur Feier des Tages. So. Was war nochmal die leere Flasche? Die war ja, die leere Flasche war ja mit Glibber und Kunststoff. Boah, so, aber recht viel, muss ich sogar sagen, ganz ehrlich. Warum so viel? Ja, aber ich hoffe, dass... So, Glibber und Kunststoff, einmal eine zweite leere Flasche, okay? Und dann brauchten wir noch... Ich komme irgendwie trotzdem mit dem Menü nicht so ganz zurecht hier. So, dann brauchten wir noch zwei weitere Seile. Kann ich mir die noch leisten? Hier irgendwo noch zwei Seile. Du wirst mich doch verarschen. Jetzt habe ich echt zu wenig Seile, oder? Ja, offensichtlich habe ich zu wenig Seile. Na gut, dann muss es wohl so sein. Komm, ich hack die mal um. Damit ich ein paar Palmblätter bekomme. Jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Oh Gott, Mensch. Ja gut, hier sind auch noch viele Palmblätter. Zum Glück haben wir unsere Netze. Ja, die Netze machen eine sehr gute Arbeit. Eine sehr, sehr gute Arbeit. Nicht alle, aber die meisten. So. Kann ich jetzt... Jetzt müsste ich eigentlich genügend Dinge machen können. Aber ich brauche eine neue Axt. Zum Glück Äxte haben wir sehr viele gemacht. So, nochmal zwei Seile. Okay, und Kunststoff müssen wir eigentlich auch. So, Sauerstoffflasche. Sehr schön. Und die kann ich jetzt wahrscheinlich hier ranpacken, oder? So, und jetzt... Ach, die wird... Nee, die wird wirklich... Die wird leer mit der Zeit und dann ist die weg, oder was? Aber das fände ich aber doof. Wenn die wirklich... Das wäre echt doof, wenn die dann kaputt wäre. Aber ich befürchte, das ist so, oder? So wie das für mich aussieht. So, jetzt Moment mal. Jetzt kurz logisch vorangehen. Ich muss die Zeit nutzen, die ich habe. So, warum habe ich Planken mit? Weiß ich nicht. Weg damit. So, einen Mangosamen. Einen einzelnen Mangosamen ist auch sehr klug. So, Metall. Komm. Rein damit. Hier die weg. Dann das Zeug da rein. Ich wollte die eigentlich an... Ach so, ich wollte die fertig ernten, ne? Da war ja was. Jetzt weiß ich auch, warum ich Mangosamen mit hatte. So, einmal die Palmen. Zack, zack. Du traust dich was, direkt neben mir. So, zweimal raus. Gießen. Dann hier die da rein. Ich bin verwirrt. Ja komm, weißt du was, dann können wir die auch gleich. Aber ich wollte hier mal... Wollen wir hier jetzt mal Rüben ranpacken? Ach komm, nee. Wassermelone. Ich habe keine Zeit jetzt für Experimente. Zack, zack. Frisches Wasser. Gießen. Die Samen reinpacken. So, die Möwe ernten. Bekomme ich richtigen Stress hier. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Irgendwie, ich habe bis jetzt noch nichts geschafft, was ich eigentlich heute schaffen wollte. Jetzt habe ich hier auch zu wenig Planken, um das einzuheizen. Das ist natürlich ganz schlecht. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann hier... Die Feder kommt da rein und dann hier noch ein paar Planken platzieren. Gut, die Planken kann ich ehrlich gesagt im Inventar lassen, das ist okay. So. Horst, der Haifisch, wo ist er denn? Horst, wo bist du? Horst? Boah, jetzt kann ich richtig lange unter Wasser bleiben. Na gut, wer... Was ist das? Ah, da ist er. Jetzt dachte ich schon, der kommt nicht mehr. Hey! Heute müssen wir den wieder oft töten, den Horst. Der Arme, ne? Horst, komm! Wo bist du? Hier bin ich! Ich will dich töten. Warum tötest du mich immer? Ja, weil du mir eine Gefahr bist.
Okay, ich glaube, es wird nicht weniger. Ja, ich bin gespannt, wie das mit der Sauerstoffflasche funktioniert. Also es wäre schade, wenn ich die immer neu machen müsste. Aber ich befürchte, das ist so. Wahrscheinlich, wenn ich einmal ganz leer bin, wird es was abziehen oder so irgendwie. Keine Ahnung. Ja, sehen wir dann eh. Ne? So, Horst. Komm her. Zack. Zack. So. Ja, es ist, ich weiß nicht. Nee, es ist schon ein bisschen leer, ist es schon geworden, oder? Gefühlt. Die wird dann nicht mehr voll, oder? Na, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil ich meine, ich kann doch so eine Sauerstoffflasche immer wieder auffüllen, oder? Oder ist die dann undicht und keine Ahnung? Weiß ich nicht. Ich kann mich jetzt auch irren. So. So, okay. 1, 2, 3, 4. So, und ab auf Tauchgang. Eisen, Eisen, Eisen. So, Seetang. Jetzt habe ich bald so viel einschmelzbare Rohstoffe, dass ich gar nicht mehr mit Einschmelzen nachkomme. Was ja grundsätzlich ein gutes Zeichen ist, sage ich mal. So, und ich glaube, ich sollte trotzdem, wenn möglich... Oder ich probiere das jetzt mal. Ich bleibe jetzt einfach mal länger unter Wasser und dann schauen wir mal, wie sich das mit der Flasche verhält. Ob die dann vielleicht irgendwann... Oder ich vielleicht muss ich aus dem Wasser einmal komplett raus, dass das wieder voll wird. Kann natürlich sein. Oder ich kann dann irgendwas bauen, so einen Sauerstoffkompressor. Ja, der die dann wieder vollfüllt. Das kann natürlich auch sein. Da ist noch eine. Ein Eisen. So. Sonst ist hier nichts mehr. Nee. Außer viel Schrott und Zeug und überhaupt, das braucht kein Mensch. Ja gut, vielleicht. Nehmen wir eines mit. Oder ich hole wirklich mal wieder alles raus. Ist ja auch okay. So. Ja, es wird definitiv weniger. So, okay, und irgendwie an der Rückseite der Insel ist hier nichts. Das ist schade. Das Fass nehmen wir mit. Ach, das war so schön am Anfang des Let's Plays, wo ich wirklich jedes Fass mitnehmen wollte, weil ich mir dachte, ich brauche das. Wobei Fässer natürlich gut sind, weil da sind rote Rüben und so Sachen drinnen und auch sehr viele Planken. Von dem her passt das ganz gut. So. Seetang. Wunderbar. Ja, mein Lootfinger lootet hier. Ich drücke 10.000 Mal in der Sekunde. Ist fast schon Weltrekord. Ja, da vorne ist Eisen. Also ich sollte nicht den ganzen Haken kaputt machen. Aber ich glaube... Ja gut, die Steine. Ja, muss jetzt echt nicht sein. So, aber das nehmen wir mit. Ganz wichtig, Metallerz. Vor allem, wenn wir das Floß ausbauen, ihr habt es gesehen, da brauchen wir auf einen Schlag immer gleich so viel Metallerz, damit ich diese verstärkten Rahmen machen kann. Dass das einfach wichtig ist. Boah, hier liegt richtig viel Zeug auf einem Fleck, ne? Bisschen Schrott und Stein. Muss auch mal sein. Es reimt sich sogar. Wunderschön, ne? So, das Ding. So, mein Haken ist eher schon wieder am schlechter werden. So. Aber wahrscheinlich ist die Flasche wirklich eher dazu gedacht, dass ich es einmal relativ tief tauchen kann. Und dann ist die halt, ja... Da ist die halt weg oder so irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass das die Idee der Flasche ist. Ja. So, dann haben wir das Teil mitgenommen und das Teil mitgenommen.
Bisschen Schrott. Ah, da ist noch Metall. Wunderbar. So. Wahrscheinlich hat jetzt die Möwe alles weggefressen. Habe ich hier schon geschaut? Da liegt ja extrem viel Sachen liegen da rum. Direkt unterm Floß. Boah, hier die Schatten. Richtig gruselig. Bewegende Schatten. Sich bewegende Schatten. Das ist besser Deutsch. Besser Deutschsatz, ne? So. Metallerz, okay. Kupfer. Kann sein, dass das Spiel mich mit fortschreitender Spieldauer auch mehr bessere Rohstoffe gibt, weil mir kommt vor, dass ich ganz am Anfang ja irgendwie Metallerz so gut wie nie gefunden habe und jetzt werde ich echt, ich meine jetzt nicht überschüttet, aber ich bekomme schon echt viel Metallerz gefühlt. Was jetzt, wie gesagt, grundsätzlich echt gut ist. Ja, ich bin da froh drum. Kupfer, oder? Mein Haken ist kaputt. Okay. Ja gut, da muss ich aber schon fast noch einen Haken machen. Und dann nochmal reintauchen, weil ein bisschen Kupfer brauche ich auf jeden Fall. Auch. Was war der Haken nochmal? Der Haken an der ganzen Sache? Seil und Bolzen. Gut, Bolzen sollte ich machen können. Seil wird wieder schwierig. Seil wird echt schwierig, ne? Habe ich? Doch, ein Seil. So, ein weiterer Haken. Ja, weil da ist schon noch ein bisschen Zeug, ist schon noch da. Sind da Steine? Ja, das sollten Steine sein, ne? Ja. Aber da war irgendwo noch Kupfer. Da zum Beispiel. Ne, das sind auch Steine. Wo war das Kupfer nochmal? Da drüben dann. Da, ne? Ja, genau, da ist das Kupfer dran. So. Nehmen wir schön mit. Ja, nehmen da auch nochmal. So. Gut, ich würde sagen, ich glaube, das lassen wir jetzt hier. Das lassen wir jetzt hier bleiben. Einmal hier schnell das Metallerz rausgezogen. Und platzieren, Planken platzieren, ganz viel. So, das Zeug da rein. Boah, jetzt haben wir richtig viel Metallerz. Ah, das gefällt mir, das mag ich ganz gern. Okay, da kann ich jetzt richtig lange rumbraten, sage ich mal. Und Gott, jetzt kann ich nicht mal mehr den Sand lagern, weil ich so viel Zeug habe. So. Das bitte tauschen. Steine haben auch wieder ein paar mitgenommen, warum auch immer. Gut für die Presse, ne? Was, die Presse? Lügenpresse meinst du, oder was? Nein, die Metallpresse. So. Gut, ja komm, das snacken wir einmal. Ein bisschen Hai, wenn wir schon mal einen Fleischboomerang in der Hand haben, nehmen wir den natürlich mit. So. Gut, dann gucken wir mal, was gibt's hier zu finden. Eine Wassermelone. Eine zweite Wassermelone. Und eine Palme. Die natürlich schön abgeerntet wird. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Palmblätter. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Jetzt hätte ich die Palmblätter gut gebraucht oder gut brauchen können, die ich jetzt letztens, glaube ich, in die Presse geworfen habe und für die Wände verwendet habe im oberen Stockwerk. Ja, es ist immer blöd. Man weiß es halt vorher nie. Weil die haben mir einfach meine ganzen Kisten zugepumpt. Was ist denn das? Ein kleines Loch. Okay. Die haben mir leider meine ganzen Kisten zugepumpt. Jetzt habe ich sie anderweitig verwendet und jetzt bräuchte ich sie, weil mir echt Seile abgehen für die Netze. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich, ist das ja schon. Aber naja, ist halt so. So, haben wir alles mitgenommen? Ja, sieht gut aus. Ach, und Horst ist auch schon wieder da. Horst, der Hai, ist wieder da. Nenn mich nicht Horst, ich habe einen Namen. Das glaube ich nicht. Oh, da kommt ein Fass durch den Boden geschlittert. Das ist natürlich schön. So. Und nach oben und ja gut, dann kommen wir da dran vorbei. Wahrscheinlich wieder genau nicht. Nein, wir sind genau hier. Das bedeutet, ich muss wieder mein
wahrscheinlich ein neues Paddel machen, weil das alte ist ja irgendwie... Ich finde meinen Eingang nicht mehr. Ich habe echt ein Problem mit der Orientierung auf meinem Floß. Das ist nicht gut, ne? So, Metallerz. Bitte weiterhin machen. So, Planken platzieren und Metallerz machen. Und einmal hier... Achso, das Paddel ist ja sowieso... Das ist ja wirklich komplett kaputt. Okay. Ein Paddel. Kunststoff und Seile. Ja, toll. Zwei Seile, aber ich habe keinen Kunststoff. So, jetzt einmal ein Paddel hergestellt. Super. Ich würde da mal dran vorbei paddeln können. Oder haben wir es eh schon von selbst geschafft? Ich glaube, wir haben uns schon von selbst... Nee, haben wir nicht. Wir stecken da richtig fest. Wir stecken da richtig fest. So. Ja, jetzt haben wir ja leider Segel auch keins mehr, das uns helfen könnte. Wir alle wissen warum. Hat da jemand einen Epic-Fail gemacht? Ja, möglicherweise. So. Okay. Es ist starker Wellengang. Was? Die sind schon wieder gewachsen? Oh, das... Diese Scheißmöwe. Okay, da, das ist immer das Problem, wenn ich nicht am Schiff bin, ja. Dass die Möwen dann... Ach, weißt du was? Komm, dann mache ich diesmal jetzt wirklich neue rote Rüben. Und hier Wassermelonen. Wenn ich nicht am Schiff bin... Also, brauche ich jetzt nicht wässern, weil es regnet eh. Was? Ich stecke jetzt immer noch fest? Nee, oder? Ich glaube, jetzt habe ich eins verworfen. Na egal. Nee, ich habe es getrunken, oder? Habe ich es getrunken? Ich bin nicht sicher. Wenn ich nicht am Schiff bin, weil die Möwen nämlich dann wirklich unkontrolliert, die machen ja, die gehen ja nicht weg von selbst, ja. So. Die gehen ja leider nicht weg von selbst. Ah, Palmen haben wir eh sehr viele Samen mit. Wunderbar. Einmal, zweimal. Und es regnet noch, also... Sollte eigentlich, ja, wird von selbst nass. Okay, super. So, und komm, ich hau jetzt hier wieder ein paar von diesen Ananassamen weg oder was das auch immer sind. Wenn nicht ins Lager, hier in den Mülleimer. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe sortiert, ne? So. Gut, das passt, wächst alles super. Wir sind wieder am Weg, oder? Genau, okay, das war die eine Insel. Sehr schön. Und was mache ich eigentlich? Ich brauche Netze. Mehr Netze. Viel mehr Netze. Aber ich schmelze auch neben anderen immer wieder. Wo sind meine Metallbahnen hingekommen? Boah. Jetzt dachte ich mir schon, irgendwer hat meine Metallbahn verschmissen. Verdammt. Das wäre es jetzt gewesen. Eh voll den... Oh, ein Fass fliegt durch meinen Floß. Eh voll den Mangel an Metallbahnen und dann schmeiße ich die versehentlich weg. Sag mal, Möwe, könntest du nicht einmal einfach Ruhe geben? Ich habe keine Zeit für dich, ja? Ich muss hier... Siehst du nicht, wie mein Floß aussieht? Ja, das hat so ein riesen Loch da mittendrin. Das geht doch nicht. So, Netze. Planken platzieren, Netze. Ich brauche Netze. Sammelnetze, gut, Seile. Ja gut, ich habe natürlich weit nicht genügend Seile. Weit nicht genügend Seile, leider. Ah, ja gut, dann können wir eben nur eines machen. Hilft alles nichts. Und ich... Was ist jetzt wieder? Ich höre seltsame Dinge. Also es ist eine Musik. Ich werde ein bisschen komisch hier auf hoher See. So. Warum habe ich jetzt Wassermelonensamen eigentlich mit? So, das Zeug mal alles rein. Das ist auch gut, dass der die Waffen nicht reinpackt oder die Items, sondern also nur Items, sondern und keine von diesen Gebrauchsgegenständen. Ja, das finde ich schon gut.
So, da packen wir das rein und natürlich hier auch die Geschichten. Stein haben wir auch einen mit, aus welchem Grund auch immer. Eisenbahn, gut, werde ich immer wieder mal bekommen. Ich packe die Seile jetzt daher, weil momentan helfen sie mir eh nicht. So, dann packen wir den Sand auch da rein, weil der gehört da rein. Ich könnte ein paar von den Ziegeln machen. So, komm, dann snacken wir hier ein bisschen Haifisch. Ah, ich muss die anderen Samen hochbringen. Ich bräuchte einen Angestellten hier. Das wäre schön. Einfach so ein Angestellter, der mir dauernd die Sachen ausräumt. Ja, so einen kleinen Roboter. So, komm, dann machen wir hier mal den da. Und da fehlen Planken. Da fehlen Planken. So, dürfte ich jetzt dann bitte weiterbauen. Ich wäre euch sehr verbunden. Ich glaube, das Eck war übrigens ein bisschen umsonst, weil ich glaube, das hätte anders auch gut funktioniert, aber ist egal. So, bitte jetzt mal endlich mal da fertig ausbauen, ja? Das sieht ja furchtbar aus, hier dieses große Loch. Aha, aha, Hilfe! Nein, ouch, 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 ouch! Ja, jetzt wäre ich doch beinahe gestorben. So, jetzt habe ich keinen Kunststoff mehr. Ja, wie ich das auch lustig finde, ja? Dass ich da reinfalle und einen Todeskampf machen muss. Weißt du, das finde ich auch noch lustig. So, und eigentlich möchte ich ja das jetzt so handhaben. Kann ich den entfernen? Ja. Ich hoffe nur, dass der dann nicht kaputt ist. Okay, den habe ich so. Weil ich möchte den nämlich ehrlich gesagt jetzt alles da vorne platzieren. Ja. Gut, hier haben wir es eh schon vergeigt, aber da dann zumindest... Moment, da muss ich mal schauen. Ja, ich habe zu wenig Kunststoff, dass ich da jetzt mal die Reihe nach vorne und dann kommt da gleich der Anker hin. Damit ich das dann alles auf einem Fleck habe und nicht jetzt so verteilt, wie das vorher war. Wahrscheinlich brauche ich dann für den Motor ja genauso wieder irgendwie so Sachen. So, Kunststoff habe ich wahrscheinlich keinen mehr. Nein, es fehlt mir an Kunststoff. Was für eine Freude, das hätte ich mir auch nie gedacht. So. Das hätte ich mir echt nie gedacht, dass mir ein Kunststoff irgendwann mal mangelt. Und ich brauche was zu trinken. Sollte ich hier? Erdbeerkolade. Ne, den behalte ich mir auf für die guten Zeiten. Komm, ein bisschen Wassermelonen. Wassermelonen für den Getränke, für den Durst. Ja, apropos für den Durst, habe ich jetzt auch mal getrunken. Boah, ich denke mir gerade, warum ist es so kalt hier in meiner Wohnung? Jetzt sehe ich gerade, dass es bei uns draußen jetzt gerade 1 Grad hat. Okay, das ist schon ein bisschen kalt. Gut, es ist Winter. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte das eigentlich dann nach unten. So, ich brauche mehr Kunststoff. Liebes Floß, bitte angle mir mehr Kunststoff. So. Wie viel haben wir jetzt? 7. Ja, den Anker möchte ich dann eben hierher packen. Damit der dann da einfach so in der Mitte ist. Weil ich, genau. Da kommt der dann hin. Sobald ich das habe, ja. Aber man sieht, da muss ich leider noch ein bisschen mehr sammeln von dem Zeug. Weil da kommen die Netze hin. Jetzt mangelt es mir echt an Kunststoff. Was für Peinlichkeiten. Ich brauche Kunststoff. So. Ich kann immer noch nicht, ne? Genau, und dann geht das so. Dann kann ich da vorne ja dann trotzdem... Weil das geht ja nicht, weil das sind ja dann die Sammelnetze. Ich verschwende da dann echt viel... Oder geht das über die Sammelnetze drüber? Das müsste ja eigentlich eh. Es würde hier. Genau, weil hier geht es ja auch. Das ist die Frage. Nee, ich glaube, ich packe den hier hin. Ich verschwende zwar dann echt viel Platz, aber hey. Was soll's.
Habe ich zu klein gebaut? Wahrscheinlich schon, ja. Naja, gut. Hilft jetzt momentan alles nichts. Es fehlt mir Kunststoff. Das ist das Hauptproblem. Ich hoffe nur, ich habe Kunststoff nicht irgendwann mal eingeschmolzen zu Sachen, ja. Es ist jetzt momentan echt doof, jetzt kann ich ja nicht mal... Gut, ich setze den Anker jetzt vorerst mal wieder dahin. Einfach nur, damit er da, damit wir ihn haben, falls Bedarf besteht. Wie zum Beispiel hier eine große Insel. Ich weiß nicht, ob ich da... Sollte ich da an Land gehen? Komm, ich pack mal das Segel wieder irgendwie hin. Ah, da ist so ein großer Vogel. Nee, ich möchte da... Obwohl, ich müsste eigentlich auch mal wieder tauschen. Also Sachen tauschen. Aber ich weiß nicht, möchte ich da an Land gehen? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir unsicher, Leute. So, das Segel. Weil das Segel könnte ich eigentlich dann gleich auch mal hier hinpacken. Ja, weil da wollte ich es eigentlich haben. So. Sanftes Drehen. Ah, Horst, der Hai ist wieder da. So. Aber dass wir jetzt so lange mit dem Umbau brauchen, ich dachte, ich hatte echt viel Rohstoffe, aber offensichtlich war das viel zu wenig für die ganzen Sachen, die ich brauche. Ja, vielleicht sollten wir doch hier irgendwie rangucken, aber das ist halt wieder der blöde Vogel. Weiß ich nicht. Schwierig. Planken platzieren. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Ja, so halbwegs. Ich könnte grillen. Moment, ich habe schon wieder so viel Hühnchenschenkel. Weil diese Möwen, die sind halt doch eher oft vorhanden. Ja. So, Metallbahn, super. Aber zu wenig Plastik, Kunststoffzeug. Ja, eins brauche ich noch. Ein so ein Ding, dann könnte ich zumindest den Anker wieder ranbauen. Boah, wehe dir, Vogel, dass du... Ich habe noch nichts gemacht, Vogel. Du brauchst mich jetzt gar nicht angreifen. Wenn du jetzt schon angreifen anfängst, dann bin ich sauer. Ich sag's nur. Das ist ja cool, da kann ich da... Da unten reintauchen? Boah, ich bin echt gespannt. Ist jetzt nur die Frage, wo wir da genau an Land gehen. Oh, eine Steckrübe. Also ich nenne die Steckrübe. Ich weiß nicht mal, was eine Steckrübe eigentlich ist. So, Vogel, hau ab. Ah, konnte ich beide ernten. Okay, dann machen wir nochmal neue rote Rüben. Braucht das Land? Kann ich die? Sind die schon? Ne, die sind noch nicht. Gut, aber einmal hier bewässern. Zack. Die Insel ist ja wieder riesig. Aber eigentlich will ich die Möwe ja gar nicht ernten. Ich hab so viel Möwenfleisch, also Vogelfleisch. Und ich finde es so witzig, dass ich vom großen Vogel irgendwie auch nicht recht viel mehr Fleisch bekomme als von diesem kleinen Teil da. Ja. So. Gut, das passt alles. Kein Kunststoff in Sicht. Wo gehe ich da jetzt am besten an Land? Hier vielleicht gleich? Ne, da vorne, glaube ich, ist eine gute Idee, oder? Moment, ich hole mir meinen Paddel, damit ich da ein bisschen nachhelfen kann. Mein Inventar ist schon wieder gerammelt voll mit Sachen. So. Ja gut, da haben wir dann haben wir dann schon wieder viel zu tun das nächste Mal, ne? Moment.
Mit der Story geht wieder gar nichts weiter, aber wir haben ja zum Glück keinen Stress, ja. Wir können ja noch 10.000 Folgen machen, wird das Projekt eben das längste Season-Let's Play überhaupt. Spielen wir das vielleicht 2 Jahre oder so, kann ja sein. Ah, ich sehe, da oben ist, das ist ja schön, da ist dieser Laden. Könnte ich eigentlich gleich meine Fische hinbringen, die ich geangelt habe. Ja, der Vogel ist jetzt eh noch nicht wirklich da. Könnte ich jetzt eigentlich machen. So. Oh, jetzt ist das Ding auf der anderen Seite. Okay. Ja, weißt du was? Ich würde sagen, das mache ich auch jetzt noch, damit wir uns das mal ansehen. Ich finde immer den Eingang nicht von meinem Dingens. Das ist, also hier von meiner Koje. Das ist echt ein bisschen bitter. So, noch mehr Geflügelschenkel. Ganz ehrlich, ich brate die jetzt alle mal durch, diese Geflügelschenkel. Ich sehe gerade, ich brauche was zu trinken. Ja, wahrscheinlich, also die Wassermelonen sind nicht so gut. Nahrungsmitteltechnisch, wie es aussieht. Also wassertechnisch. So, Moment. Alles rein. Gut, ich ordne das jetzt mal nicht, weil das wird ja eh mal anders wieder. So, da auch alles rein. Da auch alles rein. Haben wir nichts. Okay. Seil kommt hier rein. Das passt gut. Genau. Ich esse ein bisschen was. Oh, die Metallbahnen sind fertig. Habe ich jetzt echt die meisten, fast die ganzen Metallbahnen schon eingeschmolzen. Das passt mir ganz gut so. Okay. So, Kartoffeln und Rüben. Das Paddel kommt auch da rein. Ja, der Pfeil und Bogen ist jetzt ein bisschen blöd, dass der in Wirklichkeit fast kaputt ist. So, das haben wir gegessen. Kommt da rein. Und die 4 Hühnchenschenkel hauen wir uns auch noch hinten rachen. Das kommt da rein. Also nur 2 von denen, weil jetzt sind wir voll. Und dann mal ganz schnell und ohne Probleme. Wo sind denn da? Da sind meine tollen. Scharfer Karpfen. So, nehmen wir mal alles mit. Und schauen wir mal, was das bringt. Ich bin gespannt. Hätte ich zwar jetzt voll als Spoiler für die nächste Folge lassen können, aber hey, so gemein bin ich jetzt auch nicht. Oh, unser Freund das Wildschwein. Mach ich jetzt noch nicht tot. Ich hoffe, das folgt mir hier hoch nicht. Toll, so viel zum Thema, ne? Da bist du aber jetzt selber schuld, Wildschwein. Ich hatte gesagt, ich hoffe, du folgst mir nicht da nach oben. Wow. Ich dachte, ich habe schon getötet, weil ich einen Schriftzug gesehen habe. So, jetzt ist er aber tot. Ich nehme gleich alles auf. Inklusive Kopf, ja. Ich hoffe nur, dass der Vogel jetzt nicht kommt. Ich wollte eigentlich hier noch nicht mit Töten anfangen. Mit Looten, aber natürlich looten wir schon. Komm, ich bin so. Ihr kennt mich doch. So. Ach Mensch, Cloud, immer das Gleiche mit dir, ja. Wir hatten uns schon so gefreut, dass die Folge aus ist und dann machst du jetzt trotzdem noch so lange weiter. Naja, gut, so. Verkaufen, guck mal. Schimmelgarnele. Eine Handelsmünze und 10 ansehen. Cool. Ich bekomme tolle Sachen. Scharfer Karpfen. Schön. Jetzt haben wir schon die Hälfte von Rang 1 und ich kann jetzt diese Sachen... Wo brauchte ich jetzt die Handelsmünzen nochmal? Ach, hier bei Schrott. Chili, Kurkuma. Okay, da bräuchte ich Müllwürfel. Ein Kompass zeigt ungefähr nach Norden. Eine Garderobe, du kannst die Farbe deiner Kleidung ändern. Lufthorn. Tröte, um deine Freunde zu ärgern. Ja, zum Glück habe ich keine Freunde. 20 Kunststoff. Ja, das könnte ich mir eigentlich kaufen. Sondern ich hole mir jetzt nochmal Müllwürfel und dann werde ich mir ein bisschen was von dem Zeug noch kaufen. Schön. Jetzt haben wir auch Ansehen gewonnen. Ich hoffe, ich habe auch noch 1-2 Müllwürfel. Müsste ich ja schon noch haben, ne?
Ja, komm, wenn wir schon mal da sind, ich hack die gleich mal um, weil das wird wahrscheinlich dann wieder eine ewig lange Odyssee, diese Insel zu erkunden. Was grundsätzlich cool ist, ja, nicht falsch verstehen. Und ihr habt gesagt, die nassen Ziegel sind eigentlich das Beste oder eines der besten Dinge für die Schrottpresse. Nein, Horst, komm, muss das sein. Horst, das hätte doch jetzt nicht sein müssen, oder? Wir müssen doch nicht immer spielen. So. Das könnte ich eigentlich mal probieren. Das könnte ich eigentlich mal probieren. Wo waren das jetzt? Nasse Ziegel. Da, ne? Ja, genau. Mach mal 6 von denen und ich glaube, ich brauche eine Batterie auch noch, weil die eine Batterie ist, glaube ich, leer. Finito. So, dann einmal, ja genau, die ist die leere Batterie, nehmen wir auf. Einmal die rein. Oh, da ist sogar ein Schrottwürfel, jetzt sehe ich das erst. Oh, wow. Wow, der geht ja richtig ab. Ja, das stimmt, also die gehen richtig gut, die nassen Ziegel. Weil eigentlich müssten ja die trockenen Ziegel dann noch besser gehen, oder? Oder ist das egal? So. Hier mal kurz wieder Samen rein. Oh, und die Rüben sind auch schon fertig. Ich kann jetzt leider hier nichts pflanzen, weil ich jetzt nachher, also ich bin nicht am Schiff. Und da kann ich leider da nichts anpflanzen. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich diese Rüben. Dieses Kistchen ist mir auch schon fast zu klein. Ich müsste das vergrößern. Gut, wobei wir haben hier in der Nähe. So, da kommen. Ist das mein leerer Batterienplatz? Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. So, wir werden aber auf jeden Fall in die Wertvollkiste werden wir. Was haben wir da eigentlich? Biokraftstoff. Stimmt, da war ja was. Da kommt das rein. Habe ich 11 Schrottwürfel? Ich habe noch richtig viel Schrottwürfel. Okay, gut, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen spielen damit, ne? Oh. Keine Planken mehr. Toll. Dann kommt das da rein. Dieses Glibberzeug kommt auch da rein. Dann werde ich mir jetzt echt noch ein paar Planken holen. Nicht Planken, Köder holen müssen. Und ich werde mir auch, ganz ehrlich, ich hole mir jetzt echt auch ein bisschen Kunststoff. Weil dazu habe ich diese Schrottwürfelchen. Komm, ich werde hier ein bisschen. Warum ist jetzt eigentlich hier der Hai? Der gehört ja da gar nicht rein. Der gehört da rein. So. Haben wir schon wieder gemurkst, ja? Weißt du? So, das Leder. Machen wir hier rein. Ich sehe gerade, der Grill ist auch schon wieder leer. Also voll meinte ich natürlich. Fertig. So, Hühnchenschenkel werden platziert. So. Müllwürfel haben wir mit. Ich hoffe nur, dass das Wildschwein nicht mittlerweile wieder da ist. Aber sollte ja nicht sein, ne? Hallo! Süße kleine Ding. So. Ich brauche bitte einfache Angelköder. Ganz ehrlich, ich kaufe die alle, was vorrätig sind und Kunststoff. Ich habe genügend Müllwürfel. So, jetzt haben wir 60 Kunststoff. Das ist schön. Chili könnte ich natürlich auch mal kaufen, aber da habe ich jetzt die Handelsmünzen nicht mit. Und ich glaube, das brauche ich momentan noch nicht wirklich. So, okay. Ja, schön. Jetzt haben wir genügend Sachen mit. Voller Freude. Und jetzt sterbe ich wahrscheinlich beim Weg zurück zum Floß. Das wäre es jetzt, ne? Das wäre so typisch ich. Oh nein, ich habe so gut eingeshoppt und jetzt bin ich dann bald tot. So. Aber ich muss jetzt schon sagen, jetzt bin ich trotzdem noch in der Verlockung gefangen, dass ich jetzt trotz alledem noch schnell das fertig baue. Weil wir kommen sonst einfach nicht weiter. Ich kann nicht in jeder Folge irgendwie nur so am Herumblödeln sein. Ja, wir müssen auch mal was fertig machen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich jetzt sehr viel Eisenbahn habe. Jetzt schaue ich mal Trockenziegel, was der so bringt. Ja, der bringt auch sehr viel.
Es ist die Frage, was jetzt mehr ist. Ich glaube, dass es egal ist. Ich glaube, dass die beide gleich viel bringen. Kann das sein? So, Müllwürfel kommen da rein. Die Angelköder packen wir in die Angelbox, hätte ich gesagt. Weil angeln werden wir nicht. Ja. Trockenziegel habe ich da rein in die gute Box. Ja gut, dann werden wir echt noch ein bisschen hier ein Boot bauen. Damit ich auf jeden Fall genau das Ding da machen kann. So, einmal da entfernen. Und dann da oben gleich wieder ran. Nicht, dass wir da davon fahren. So, genau. Weil hier wäre blöd, weil ich glaube nicht, dass ich das auf die Netze packen kann, oder? Mein Lieber, wäre es mir hier... Ich muss das ehrlich gesagt jetzt fast noch probieren. Moment, ich kann ich zwei... Ich entferne hier mal zwei Netze. Nein, Floß, nicht jetzt eskalieren. Floß, bitte, gib mir kurz Zeit, ja. Weil besser wäre es vom... Ach, das ginge sogar. Okay, weißt du was, dann machen wir das so. Ist, glaube ich, besser, weil es platzsparender ist. So, genau, okay. So ist auf jeden Fall dann platzsparender. Aber ich habe trotzdem vorne noch die Netze. Okay, gut. Passt super. So, dann hier. Zack, zack, zack. Und da vorne kommt ein Netz dann ran. Habe ich die Netze jetzt eh richtig rangepackt? Ja. So. Gut, und das Loch ist zu. Das ist schön. Ich müsste das eigentlich wieder einziehen, weil das sonst... Genau, sonst arbeiten wir hier gegen unsere eigene Strömung. Also gegen den Anker, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Bin mir nicht sicher. Na gut. So, das kommt da rein. Dann kann ich hier die Sachen wieder da reinpacken. Jetzt habe ich aber echt trotzdem... Ich will hier Ordnung haben. Ja, das ist einfach... Ich muss hier Ordnung haben. Das passt mir so nicht, wenn das alles so unordentlich ist. Das lassen wir hier zum Reinpacken. Ja. Gut, dann vielleicht noch ein paar nasse Ziegel gebaut. Damit der Platz hier auch ein bisschen besser genutzt wird. So. Ja, ich packe die jetzt trotzdem mal da nach oben zum Trocknen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt notwendig ist oder ob es besser oder schlecht ist. Kann ich jetzt so ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich glaube, es tut ja nicht weh, die zu trocknen, ganz ehrlich. Es tut ja nicht weh, die zu trocknen, und vielleicht brauchen wir ein paar mehr Öfen irgendwann mal, falls wir ganz viel Platz haben und nicht wissen, wie wir den Platz füllen sollen. Schön. Ja, trocknen wir hier. Super. Gut. Und was uns für Abenteuer auf dieser Insel erwarten werden, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ja, haben wir heute wieder ein bisschen überzogen, aber es macht mir so Spaß. Ich würde ja am liebsten noch 3 Stunden weiterspielen, aber das geht halt nicht, weil Season Let's Play und so, und ich kann nicht ewig machen, ja. Aber nächste Folge könnt ihr euch schon drauf einstellen. Wir werden diese Rieseninsel wieder erkunden. Wir werden angeln, wir werden Tiere töten und alles andere machen. Ich lege mich einfach hin, auch weil Tag ist, weil ich sehr müde bin. Also, vielen Dank fürs Zusehen wie immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.